Seid gegrüßt, Sternbürger. Wir sind Stardust und Mira Luna. Und wir bringen euch die News vom 11.11. Heute direkt aus unserem Asteroiden-Hangar-Studio. Ja, und beginnen wollen wir mit dem CIG Comlink-Wochenplan vom 10. bis 14. November 2014. Die News für Freitag wird wieder kurzfristig angekündigt, da wir noch am nächsten Patch arbeiten. Wenn der Patch kommt, wird die Flugfähige 315B hinzugefügt und einiges an Bugfixing vorgenommen. Montag, 10.11. 10 for the Chairman. Die Show kommt aber erst am frühen Dienstagmorgen. Dienstag, 11.11. Fan Spotlight, Music Volume 3 und Spectrum Dispatch. Mittwoch, 12.11. Galactic Guide, GMP. Donnerstag, 13.11. Around the Verse und Lorebuilder 22. Freitag, 14.11. TBA, möglicherweise der Patch, wenn er fertig wird. Da sind wir mal gespannt, ob sie den Patch fertig kriegen und was sich dann wieder Schönes verändert. Wir machen jetzt weiter mit dem Lorebuilder 21, Künstliche Schwerkraft. Vielen Dank für die Übersetzung an Cian. Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Lorebuilder, wo wir mit euch, der Community, daran arbeiten, die zuvor unentdeckten Gebiete von Star Citizens Geschichte auszubauen. Wie immer, wenn ihr bei diesen Beiträgen neu seid, empfehlen wir euch sehr, die aktualisierten Eindrücke und Hintergründe, die in den vorangegangenen Ausgaben beschrieben worden sind, nachzulesen, um ein klares Verständnis dafür zu bekommen, was bereits etabliert worden ist. Lasst uns gleich zu den Beiträgen der letzte Woche kommen. Was ist schon ein Name? Wir fragten euch in einer schließlich funktionierenden Umfrage, was ihr denkt, wie die Anhänger der Church of the Journey genannt werden soll. Und das Resultat fiel überraschend knapp aus. Sojourn, etwa Besucher, und Traveler, Reisender, hatten nur 1% Abstand und Journeyman, Wandergeselle, war nicht weit dahinter. Wir entschieden, dass wir fürs Erste den Rat, den einige von euch angeboten haben, befolgen und uns alle drei Titel offen halten, während wir und ihr Fanfiction-Schreiber weitere Geschichten und Handlungen rund um die Church schreiben, werden wir sehen, was sich herauskristallisiert. Danke, dass ihr uns habt wissen lassen, was ihr denkt. Künstliche Gravitation. Wow, wir sind beeindruckt. Es sieht so aus, als würde das Thema Gravitation alle Unterstützer zusammenführen. Eine Menge Antworten waren sehr interessant und detailliert. Wir hatten definitiv einigen Spaß, in ein tiefes Wikipedia-Loch zu tauchen, um die erwähnten Wissenschaften und Prinzipien zu verfolgen. Zum Beispiel wusstet ihr, dass Physik die Studie von der Materie ist und deren Bewegung durch Raum und Zeit? Wir durchforsteten die Liste und hoben einige der Konzepte hervor, die wir für am geeignetsten hielten. Und anschließend setzten wir uns mit dem Haupttechnikdesigner Dan Tracy zusammen, um eine funktionierende, einheitliche künstliche Gravitation zu entwerfen. Bevor wir näher darauf eingehen, obwohl alle Ausführungen für den Prozess von unschätzbarem Wert waren, wollen wir einige Beiträge hervorheben, die wir besonders nützlich und unterhaltsam fanden. Aber im Ernst. Es gab einige bestimmte Trends, die sich, wie wir merkten, durch die Beiträge zogen. Viele von euch schlugen vereinigende Gravitonen vor, wie die Beiträge von Eradem, Retrogun, Dr. D und Mamfa. Das Nutzen von Higgs-Bosonen, wie die Beiträge von Bartholomä, Helmholtz, MUX951 und Delka. Und das Integrieren von Platten, wie die Beiträge von Matt Razor, Brun, Kavar und Solegod Solus, machte mit dem Einarbeiten des aktuellen FPS-Demos in die Antwort eine gute Arbeit. Juicy hatte einige interessante Ideen in Bezug auf Leitungssysteme. Kotrin macht eine wunderbare Arbeit, indem er einige Kernprinzipien erläuterte, inklusive warum künstliche Gravitation billig sein sollte und wo Warte-Aufladezeiten vielleicht ins Spiel kommen. Mokudo hatte einen lustigen Namensvorschlag für das System. Geraindosaurus, Roland the Chain Gun, Kill'em All, Margus Favelgon, Cage Storm, Steel Dalon und Dragonish waren alle sehr unterhaltsam zu lesen. Es war wundervoll zu sehen, wie viele Menschen Antworten im Kontext der Geschichten beitrugen. Also, ohne weiteres Gedue. Lokale künstliche Gravitation. Englische Abkürzung LAG. Erstens, Partikelgenerator. Wie in der FPS-Demo gezeigt, wird das Herz jeder LAG-Anlage der Kerngenerator sein. Dieses Gerät wandelt Energie von einem Kraftwerk in Gravitonen um. Diese Partikel erzeugen alleine keine Gravitation.
aber sind stattdessen der Treibstoff, welcher den Graphplatten eben dies erlaubt. Die Größe des Gebietes, welches künstliche Gravitation benötigt, diktiert die Größe und/oder die Anzahl der Generatoren. Eine Station könnte einen großen Generator wie in Gold Horizon oder mehrere redundante Generatoren haben. Zweitens, Leitungssystem. Die gravitonischen Elemente vom Generator erzeugt, werden mit einem Leitungssystem durch das Schiff bzw. die Station geleitet. Wenn die Leitungen zerstört oder abgeschaltet werden, verlieren die Gebiete die lokale künstliche Gravitation, an die die Gravitonen gesendet worden waren. Wenn zudem der Generator die Produktion von Gravitonen einstellt, schaltet sich die Gravitation nicht unbedingt sofort ab. Stattdessen wird die LAG für ein paar Sekunden aufrechterhalten, bis die Gravitonen in der Leitung verbraucht worden sind. Drittens, Graphplatten. Die Gravitonen werden durch das Leitungssystem in die Graphplatten gespeist, welche die Böden von Schiffen und Stationen bedecken. Aus einem speziellen Material gefertigt, emittiert die Graphplatte, wenn Gravitonen ausgesetzt, ein künstliches Gravitationsfeld, welches sich ähnlich einem natürlichen Gravitationsfeld verhält, aber sich in einigen Kernpunkten unterscheidet. Ein Punkt ist, dass die dicke Hülle von Schiffen und Stationen, welche dazu entwickelt worden waren, die kosmische Strahlung abzuschirmen, auch in der Lage sind, das künstliche Gravitationsfeld davon abzuhalten, in das All zu entweichen. In den meisten Fällen werden die Graphplatten unter dem Boden installiert, aber in mehr industriell geprägten Gebieten werden die Graphplatten vielleicht als Boden selbst genutzt. Wie ihr sehen könnt, ist dies eine grobe Ausarbeitung, also ist der nächste Schritt wahrscheinlich einer der wichtigsten beim Schreiben. Nachbearbeitung. Wir möchten gerne, dass ihr alle diese Woche nutzt, um Verfeinerungen vorzuschlagen, weitere wissenschaftliche Details und sogar Hintergrundgeschichten und Handlungen. Wer erfand das System? Was generiert dieser Generator eigentlich wirklich? Müssen die Leitungen aus einem bestimmten Material sein? Gibt es einen anderen Namen, den wir deiner Meinung nach verwenden sollten? Lasst uns wissen, was du denkst. Das war's mit dieser Woche Lorebilder. Bitte schreibt deine Ideen in die Kommentare. Nächste Woche greifen wir eure Beiträge auf und präsentieren ein brandneues Thema für eine Diskussion. Bis zum nächsten Mal. Dann hatte Sandy Gardiner noch auf ihrer Facebook-Seite eine Konzeptzeichnung eines holographischen Kartentisches veröffentlicht. Sie schreibt dazu: Who doesn't love Omar's Mapping Table? Das bedeutet so viel wie: Wer mag den Kartentisch von Omar nicht? Wie findet ihr das Konzept? Ihr könnt uns wie immer eure Meinungen auf der SCNRAB dazu schreiben. Das war schon wieder mit den News für Star Citizen für heute. Schaut auf unseren SCN On Air Webradio vorbei. Dort senden wir 24/7 Space Musik gemischt mit Infos für euch. Außerdem haben wir seit kurzem einen Twitch-Kanal, auf dem Simi und auch Captain Adama mehrmals die Woche ab 21 Uhr live streamen. Die Links dazu findet ihr natürlich auf unserer HP. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind Mera Luna und Stardust. Bis zum nächsten Mal. See you in the verse. Oder beim Karneval. Hello und Alav. Bye bye.